Ladies and Gentlemen, liebe Pelikane, willkommen zurück zu Darksiders TDFLP, hier euer Ding hier. Und wir sind erstmal hier stehen geblieben bei diesem komischen Rätsel, wo wir diesen Feuerball irgendwie aufs nächste Plateau bringen müssen. Und wir probieren das jetzt einfach nochmal wie vorhin, nur dass wir ihn weiter nach vorne legen, den Ball. Und dann versuchen wir ihn da hoch zu zwingen, beziehungsweise da rüber zu... Na, ihr wisst schon, rüber zu hauen. Und es geht nicht. Wie spielt man dieses Rätsel? Muss ich ihn vielleicht auf die andere Kante bringen? Also ich meine jetzt hier, jetzt wo wir hier hochklettern vielleicht, hier an die Kante so, weil es näher ist vielleicht. We will see. Kann ich den überhaupt da runternehmen? Ja, kann ich. Jawoll! Jawoll, Dicker, jawoll. Na, also, Badatsch. Halt deine Fresse. Deine Fresse! So. Sehr gut. Wir haben das Rätsel gelöst. Solo, das ist sehr löblich von uns. Hallo, wirf das Ding. Ich würde mich jetzt sehr über eine grüne Kiste mal langsam hier freuen. Ah, Alter. Grüne Kiste, habe ich gesagt. Freuen würde ich mich. Da muss ich mich jetzt mit solchen Spasten rumschlagen. Aber wir machen das locker flockig mit denen hier. Einer nach dem anderen wird auseinandergezwiebelt. What the fuck ist das denn, Mann? Ich bin so tot. I'm so dead. I am so dead. Ich will, dass er charged. Nicht angreifen. Chargen, du Spaß. Chargen, damit ich in Ruhe angreifen kann. Fucking dumm. Okay.
Okay, ich töte den Typen doch nicht mit das eine. Sag aber auch nur daran, dass ich kaum noch ein Leben hatte, ey. Na also. Der platzt. Der platzt. Der platzt. Alle platzen. Der platzt auch. Getrackt. Getrackt. Jetzt kommt der Fette. Der wird jetzt auch von mir genatzt. Du brauchst gar nicht so ein heißes Schien. Sag ich ja, brauchst gar nicht so einen heißen Schienen. Wenn ich erstmal übermächtig bin, Alter, hast du gar nichts mehr zu sagen. Ich weiß nicht, wo wir hin müssen, links oder rechts. Ich glaube, es ist egal. Aber vielleicht ist es auch nicht egal. Weil hier ist eine Kiste. Haha. Geh mal rechts rum. Macht keinen Sinn rechts rum, weil wir von da gekommen sind. Also wir gehen weiter geradeaus. Geradeaus, Junge. Spinnen all over the place hier. Natürlich. Greift euren Meister an, ihr habt ja recht. Ich hasse Spinnen so sehr. Warum gibt's hier eigentlich keine scheiß grünen Kisten, Alter? Button Smashing, wir haben wieder unsere Form erreicht. Nice. Das freut mich. So, nice. Nach oben. Por favor. Was ist das hier? Ein Siegel, ein Spinnensiegel, so wie es aussieht. Kann ich hiermit irgendwie interagieren? Samuel oder so, willst du mir helfen? Nein, anscheinend nicht. Okay. Oh, Surprise! Der Boden gibt nach. Okay. Natürlich. Wie hätte es auch anders kommen sollen?
Bitte alle sterben. Alle, die kein Ticket haben, bitte verlassen Sie das Eventgelände. Ja, ja. Bam, bam, bam. Jawohl, eine grüne Kiste für mich. Weil ich sie mir verdient habe. Oh, ein neues Item. Das freut mich jetzt. Ehrlich, das freut mich jetzt so sehr. Aus dem Helm. Nö, irgendwas an der Hand. Boah, ist das wie Scorpion. Abgrundkette. Feiert eine Kette, die sich in der Feier oder Festival erzeugt, die Kette an dem anvisierten Feiertag zu verankern. Okay, raste doch direkt aus. So. Brauchst du nicht, dass du ein Hurensohn bist. Ja, wir sollten nicht an ihn rangehen, wenn. Ah. Ich glaube, wir müssen das machen, wenn der so. Nein, nein, nicht das, sondern wenn er so. Oder? Würde da Sinn machen. Ich habe halt keine Ahnung, ob das überhaupt Damage macht. Ich weiß, dass er da unten dann seinen Bauch frei macht. Aber das macht irgendwie nicht so viel Sinn gerade hier. Boah, jetzt doch. Der hält nur super viel aus, der Bastard. Krass. So eine Mistmarder. Wow, wir haben eines der vier Siegel gebrochen. I'm fucking impressed. Naja, da können wir jetzt die Haken nutzen, das ist mir schon klar. Okay. Einfach aufmachen. Also an den blauen kann er sich schwingen, an die roten kann er sich ziehen. Okay. Das heißt, wir müssen jetzt, ich glaube, komplett zurücklaufen und alle Spinnenspasten töten. Das erfüllt mein Herz mit Freude. Wenn ich jetzt aber nur noch wüsste, wo so ein blauer Ankerpunkt ist, der ist ja alt. Das ist ja super. Das ist ja super. Oh. Gut. Was gibt's hier? Den Schlüssel des Betrachters. Den haben wir gefunden hier. Freut mich. Das Ding ist, wie kommen wir hier raus? Das ist jetzt ein.
Hör auf, die Waffe rauszuhaben! Alter! Good job! Good job, good job! Will ich nicht wieder runterfallen oder will ich? Ach, scheiß auf zu sehen. Och, Alter. Leute, verpisst euch von meiner Seite jetzt kurz, Mann. Papa muss Business machen. Also ehrlich. So eine Scheiße hier. Ne, also hier ganz klare Sache. Gehen wir nicht auf die Eier hier. Die stören mich ja auch eigentlich gar nicht, ne? Aber die stören mich jetzt gerade übertrieben. Ja, ich hab's gecheckt, Alter. Ich weiß jetzt, wie das geht hier. Man könnte aufhören, mich anzugreifen. Das ist so edel. Meine Fresse. So. Habe ich noch so einen? Ich zeige schon, wie das fast abgelaufen ist. Ja, scheiße. Ja. Wie kommen wir da jetzt nochmal hin? Das ist jetzt hier das. Wir müssen ja anscheinend zurücklaufen, so wie ich das verstanden habe. Fresse. Ja, hier sind wieder Gegner. Das heißt, wir sind ziemlich richtig. Ja, ja, wir sind schon richtig hier, so wie es scheint. Ja, gut, in der nächsten Folge machen wir dann die nächsten zwei Spinnen noch platt.
Und dann schauen wir mal weiter, wo wir dann hinkommen. Vielen Dank fürs Zuschauen erstmal. Haut rein, bis zum nächsten Mal.